verstehe, meine Damen und Herren. Ich würde es kurz machen. Herr Mijatović hatte mich ja schon mal angesprochen, nochmal, woher ich dann die Information nehme, dass dann die Mehrheit der Marktbeschicker das Marktteilkonzept bevorzugt. Das ist eine Information, die mir einer gegeben hat, der bei der internen Versammlung der Marktbeschicker dies gegeben hat, aber der gesagt hat, die waren nahezu vollständig anwesend und haben sich beschlossen hinter das Marktteilkonzept gestellt. Ich kann nicht mehr machen, als das wiedergeben, was mir gesagt worden ist. Wir hatten leider noch keine Veranstaltung, die öffentlich war, wo wir es alle gemeinsam hätten diskutieren wollen. Das wollen wir ja jetzt hier erreichen. Ja, also, das geht jetzt so ein bisschen Richtung Eigentum, was Sie hier gerade gemacht haben. Eine andere Sache ist, ich finde, es gehört auch durchaus zu guter Politik dazu, dass man, wenn man denn merkt, es geht in die verkehrte Richtung, was man bis hier beschlossen hat, und das wird halt von der Öffentlichkeit so nicht mitgetragen, es gibt erhebliche Kritik, dass man sich dann halt nochmal umentscheidet und dann halt sagt, na, jetzt möchten wir aber doch eine Bürgerversammlung. Das finde ich nicht kritikwürdig.